Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einem neuen Vlog, der euch inspirieren soll. Ich habe ein paar Ideen. Zum einen werde ich jetzt gleich einen Sommerdrink zubereiten. Vielleicht auch was für euch. Draußen regnet es zwar, aber egal. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Es ist irgendwie total komisch. Wir haben es Juli, es scheint November. Egal, hier noch ein paar Erdbeeren. Mal schauen, wie das jetzt gleich wird. Ansonsten habe ich noch ein DIY für euch geplant. Eben auch als Inspiration. Dazu werdet ihr nichts kaufen müssen. Die Sachen habt ihr mit Sicherheit zu Hause. Also ein günstiges DIY, das mit Sicherheit richtig schön wird. Und der Liam hat was angestellt. Er hat was kaputt gemacht. Der Max war richtig sauer. Der war leider nicht so amused darüber. Aber das sind Dinge, die passieren. Meine Güte, dazu gibt es dann auch einen Tipp für euch. Er wird sich nämlich das, was der Liam kaputt gemacht hat, neu bestellen müssen. Und wir bekommen Geld zurück, weil wir Geld ausgeben. Ja, hört sich kompliziert an. Mehr dazu in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und los geht's. Wir starten mit dem leckeren Drink. Übrigens alkoholfrei. So cool, diese Eiswürfelform. Da habe ich einfach eine Erdbeere rein. So, das kommt jetzt hier alles rein. Also hier ist frischer Ingwer, Limette, Minze und Maracuja. Liam hat jetzt noch einen Eiswürfel drauf. So. Und wie findest du es, Liam? Findest du es gut? Noch mehr. Noch mehr? Okay. Dünner. Mhm. Dünner? Okay, gut. Ja. Ja. Es riecht so gut. Lecker. Käse. Käse. Sieht es lecker aus, Liam? Ja. Ja? Wollen wir das trinken? Ja. Okay, dann let's go. So. Warte, gib mir dein Glas. Also Liam hat es total gut geschmeckt. Hier ist mein Glas. Ich habe Traubensaft mit rein. Ich bin ehrlich mit euch, also ein kleines bisschen. Eigentlich gehört Sirup mit rein. Ich dachte, ich hätte noch welchen da, aber nein. Sonst hätte ich ja nicht den mit rein. Schmeckt trotzdem richtig lecker. Ich schreibe euch dazu mal alles unten in die Infobox. So, hier mein Sommerdrink. Bei Regenwetter und gefühlt 10 Grad. Ja, vielleicht wollt ihr es ja mal nachmachen. Da könnt ihr eurer Fantasie natürlich freien Lauf lassen. Ganz klar, schaut einfach mal, was ihr zu Hause habt und macht es nach eurem Geschmack. Bevor wir jetzt gleich zum DIY kommen, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, wollte ich euch ja noch ganz kurz erzählen, was der Liam angestellt hat. Und zwar war er in Max' Zimmer. Die haben rumgetollt, haben Quatsch gemacht. Der Liam hat einen Gürtel aufgehoben, hat sich so gedreht, hat den Gürtel losgelassen und der Gürtel ist voll in den Fernseher. Ja, der Fernseher ist jetzt kaputt. Das ist natürlich total ärgerlich, deswegen war der Max auch sauer. Letztendlich, der Liam hat es selbstverständlich nicht extra gemacht. Der ist klein, der Liam, der versteht es auch nicht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es natürlich ja nicht so toll. Und verständlich, dass der Max jetzt natürlich einen neuen haben möchte. Er hat auch lang gespart für diesen Fernseher. Ja, jetzt wird er sich einen neuen bestellen und zwar hat er jetzt schon ein bisschen geschaut. Er wird sich jetzt einen bestellen über die App Schub und das war auch das, was ich euch eigentlich noch erzählen wollte als kleinen Tipp für euch. Das ist Deutschlands größtes Online-Portal für Cashback. Also das heißt, ihr shoppt online und bekommt bares Geld zurück. Ab 1 Euro könnt ihr euch das ausbezahlen lassen. Es gibt über 2000 Partner, also Händler, wie zum Beispiel Mediamarkt, Saturn, eBay, Douglas, alles, was man so kennt. Und da hat der Max jetzt schon mal ein bisschen geschaut nach seinem Fernseher. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal, denn wenn ihr euch heute über den Link anmeldet, den ich euch unten in die Infobox packe, bekommt ihr die ersten 10 Euro Cashback quasi schon mal gut geschrieben. Es gibt zum Beispiel auch Lieferando, da könntet ihr euch die erste Pizza schon mal gratis sozusagen bestellen. Also hier ist sie, die Schub-App. Das ist jetzt mein Account. Hier ist Max sein Handy. Und schaut mal, dadurch, dass er den Fernseher eben über diese Schub-App gekauft hat, hat er schon 23,28 Euro als Guthaben. Mega, mega cool. Wie gesagt, es gibt über 2000 Partner. Ihr findet da mit Sicherheit was. Falls ihr auch gerne online shoppt, dann meldet euch sehr, sehr gerne an. Und ich zeige euch mal mein Guthaben. Hier ist mein Profil. Schaut hier. Und hier seht ihr dann auch, was ich noch gekauft habe. Hier bei MyToys. Und ja, ich finde es mega cool. Also man hat einfach nur Vorteile mit dieser App. Es hört irgendwie nicht auf zu regnen, ne? Schade Schokolade.
Da ist der Pool, den hatte ich euch im letzten Vlog gezeigt. Da ist ganz viel Regenwasser. Ja, den habe ich übrigens auch über Schub gekauft bei MyToys. Habe Geld zurückbekommen, obwohl ich Geld ausgegeben habe. Also mega, mega gut. Diese Cashback-Portale, ich liebe es. Falls ihr euch also die App runterladen möchtet, schaut gerne mal unten in die Infobox. Da ist der Link und da bekommt ihr eben die 10 Euro Guthaben auf eure erste Bestellung. Mega cool. Und da ist ganz viel Regenwasser. Nicht so cool, weil es eben die ganze Zeit regnet. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was sich draußen so getan hat. Bella, magst du mit? Na komm, Bella. Meine. Ja, die Gärtner sind nicht fertig geworden. Es hat dann geregnet und haben sie gemeint, ja, die fahren jetzt, kommen morgen wieder. Haben mich gestern auch versetzt. Ja, manchmal ist das so. Bella, kommst du? Na komm. Stehen auch die ganzen Kartons. Lieferung ist angekommen. Zeige ich es euch, wie es im Moment bei Max aussieht. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht fertig. Ne? So sieht es jetzt hier aus. Aber da hinten sind sie noch nicht fertig. Da kommt noch Rindenmulch hin. Und vor mir herrscht das absolute Chaos. Halte ich jetzt mal nicht die Kamera hin, oder doch? Na gut, kleiner Einblick. Chaos! Zeige ich mal oben, was der Max noch gemacht hat. Im letzten Vlog hatte ich euch ja gezeigt, dass der Max hier mit dem Hochdruckreiniger beschäftigt war. Gib dem Max einen Hochdruckreiniger, dann ist er zufrieden. Jedenfalls war es ihm wichtig, dass ich euch ein Vorher-Nachher zeige. Man sieht einen deutlichen Unterschied. Meiner Meinung nach muss sowas nicht gemacht werden, aber ihm war es halt wichtig. Die Muschelkalksteine, die sind eigentlich so creme-beige, so ein bisschen wie der. Jetzt sind sie sehr dunkel, weil es eben die ganze Zeit regnet. Man sieht natürlich einen deutlichen Unterschied, aber wie gesagt, mir war das jetzt nicht so wichtig. Da ist die Bella. Ja, okay. Also, fleißiger Max. Daumen von mir nach oben für meinen Max. Gehen wir nochmal zur Bella. Bella, oh, ich bekomme ganz nasse Füße. Rasen konnte Max ja auch mal mähen, ne? Okay, jetzt verlange ich ein bisschen zu viel. Ne, Bella? Komm, wir gehen wieder. Na komm. Auf Schritt und Tritt ist sie dabei. Hier das ganze Rindenmulch, ne, vom Regen wird dann hier immer rausgeschwemmt. Wie auch immer man es nennt. Es gibt auf jeden Fall immer was zu tun. Deswegen hier der Besen. Ja, so sieht's aus. Bella, kommst du? Na komm. Also, jetzt machen wir aber wirklich das DIY. Ja. Tschüss, ne? Nee. War nicht gut. Jetzt aber. Tschüss, ne? So. Oh, ich habe ganz nasse Füße. So, jetzt aber wirklich wie versprochen zum DIY. Ich wollte es ja schon vor einigen Wochen mit euch machen, aber dann habe ich mich am Finger verletzt. Also, ich habe es euch gesagt, ihr habt die Sachen mit Sicherheit auch alle zu Hause. Ich habe jetzt hier Kerzen. Dann habe ich eben, als ich es mit euch machen wollte, eigentlich schon Blumen getrocknet. Ich habe einfach ein Backpapier ins Buch gelegt, habe schöne Blumen gesammelt, zusammen mit dem Liam tatsächlich. Die haben wir jetzt hier rein und habe es hier getrocknet. Sind da auch noch welche drin? Ja, da sind auch noch welche. Dann habe ich jetzt hier einfach nur so eine Kordel. Pinsel brauchen wir. Ich weiß jetzt nicht, welcher am besten ist. Werde ich gleich sehen. Und ein Teelicht. Das war's schon. Kein großes Hexenwerk. Jetzt zeige ich euch, was ich damit mache. Also auch hier ist es wieder so, dass ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen könnt. Ich habe jetzt die Blumen, die ich am Anfang dran gemacht hatte, wieder abgemacht, weil mir das doch nicht so gut gefallen hat. Ich werde jetzt noch hier eine Kordel dran machen und dann ist die erste Kerze fertig. So schnell geht's. Da habe ich jetzt wirklich nicht lang für gebraucht. Ist natürlich Geschmackssache, man kann ja die Blumen nehmen, die einem eben am besten gefallen.
Auch ideal als Geschenk zum Beispiel, als kleines Mitbringsel, wenn man bei einer Freundin eingeladen ist. Ja, mir gefällt es total gut. Ich lasse das jetzt so hier stehen. Und ich hoffe, dass es vielleicht eine kleine Inspiration für euch war. So, ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob ich das hier hinstelle auf den Tisch, rechts oder links, mal gucken, oder hier auf das Sideboard. First World Problems. Natürlich nicht, ne? Ist klar. Habe ich übrigens auch nicht selbst erfunden, ist denke ich auch klar. Habe ich auf Pinterest gesehen. War jetzt total entspannend tatsächlich, das zu machen. Hat auch nicht lang gedauert. Ich hoffe, dass ich euch damit vielleicht eine kleine Idee mitgeben konnte in diesem Video. Ich werde jetzt übrigens das ganze Chaos in der Küche beseitigen. Der Liam hat geknetet. Was man ganz deutlich erkennen kann, das absolute Chaos ist entstanden, aber er liebt es zu kneten, er liebt es einfach, ja, Dinge herzustellen. Ich habe ja diesen Grill und ja, damit waren wir heute Mittag beschäftigt. Das werde ich jetzt alles wegräumen und ich bin tatsächlich am Überlegen, schon die ganze Zeit, ob ich jetzt noch ein bisschen recherchiere. Hier ist auch der Laptop, weil ja, ich mir so unsicher bin wegen des Urlaubes, ob es überhaupt Sinn macht, wegzufahren. Ich habe ja, da im Moment nicht so ein gutes Gefühl. Aber jeder sagt, Heidi, im Herbst wird alles wieder dicht gemacht, fahr lieber jetzt weg. Ich möchte eigentlich positiv denken, ne, dass das nicht wieder passiert, weil sonst hocken wir wieder alle drinne. Positiv denken, es wird nicht so sein. Naja, mal schauen, ob das überhaupt klappt mit dem Urlaub. Fahrt ihr in den Urlaub? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Wenn ja, wohin? Und wenn ihr nicht in den Urlaub fahrt, was habt ihr so geplant für zu Hause? Vielleicht im Haus, im Garten irgendwas zu machen mit den Kindern, vielleicht irgendwie ja, in den Park zu fahren, das finde ich ist auch schon Urlaub, also man muss nicht unbedingt weit wegfahren, gar nicht. Wir haben so viele schöne Orte hier in Deutschland, die sind wirklich sehr, sehr sehenswert, bin ich absolut überzeugt. Ja, okay, dann mache ich das jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und jetzt hänge ich hier gerade fest. Okay, nicht mehr. Bis dann. Ciao.